Zwensteen, ein Biobauernhof in der Nähe von Flensburg. Perfekt für unsere Erntedanksuppe. Richtig viele Kartoffeln, die hier noch übrig geblieben sind. Was meinst du, passiert mit denen, wenn wir jetzt nicht hier wären? Ich schätze mal, die würden liegen bleiben. Da macht sich keiner mehr die Mühe, die aufzusammeln. Deswegen sind wir hier und sammeln uns die paar zusammen, die wir für die Suppe brauchen. Ja, früher haben die, meine Großmütter haben das erzählt, die haben das immer auf dem Feld dann eingesammelt, was so übrig geblieben ist. So, genau das machen wir heute auch. Genau. Eigentlich auch ein guter Tipp, mal so ein paar Leuten zu sagen, kommt noch mal vorbei, sammelt was ein. Fragt vorher den Bauern, bevor es Ärger gibt, aber grundsätzlich eine gute Idee. So wie wir auch. Du hast ja auch den Bauern gefragt, oder? Witzig, wie die wachsen hier, ne? Also ja, sogar die Karotten haben sich lieb. Ja. Eng verschlungen. Süß. Was für einen Geschmack haben Pastinaken? Das ist so eine Frage. Ich weiß ja, was die für einen Geschmack haben. Wie auch immer, gleich landen sie in der Suppe. Und zwar über dem Feuer in einem Topf von Westfalia. Den kannst du reinstellen und kannst ihn aufhängen. Geht beides, ne? Ja, heute hängen wir ihn auf, weil wir eine Suppe kochen wollen. Ja. Recht dicht am Feuer oder ja, was ist deine Empfehlung? Je dichter das ist, desto heißer wird das. Genau. So. Die Wärme ist ganz schön gut an so einem Herbsttag, nachdem stimmt, man so schön auf dem Feld das Gemüse schon geholt hat. Du hast es in der Zwischenzeit auch, glaube ich, schon gewaschen. Genau, ich habe das Gemüse schon mal gewaschen und vorbereitet. Hier ist ein Stück Rindfleisch, da haben wir ein Stück von der Keule. Mhm. Das kannst du jetzt in Würfel schneiden und dann können wir das ins Wasser geben. Und vielen Dank, dass du es schon hier so alles so bereitgelegt hast. Ja, pass auf deine Finger auf. Ja, das werde ich. Wir machen das Rindfleisch zuerst in unser Wasser, weil das Rindfleisch die längste Garzeit hat. Und wir wollen ja, dass das andere Gemüse noch einen schönen Biss hat. Deswegen fangen wir damit an. Also, dass es nicht so verkocht ist. Genau. Also Fleisch schön klein schneiden und dann rein in den Topf. Dieser hier ist aus Gusseisen. Sieht aus wie Asterix und Obelix, ganz ehrlich gesagt. Und was kommt jetzt als nächstes? Als erstes habe ich hier schon mal Zwiebeln halbiert und die auf Alufolie gelegt. Vorhin haben wir die noch vom Feld geholt. Genau, die schmeißen wir gleich einfach ins Feuer. Richtig schön frisch. Ja. Die sollen richtig schön schwarz werden. Okay, warum? Der Zucker da drin karamellisiert dann und gibt uns eine schöne Farbe für die Suppe. Heißt das, dass die aber direkt im Feuer sind und die dann danach? Die legen wir wie sie sind, einfach ins Feuer. Mhm. Ein typischer Hendrik-Trick. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ich kenne das ja mit so Kartoffeln in Alufolie reinpacken und das schmeckt dann auch immer ganz gut. Aber mit Zwiebeln kannte ich noch nicht. Und der Effekt ist ja, dass es dann in die Suppe nachher reinkommt noch. Genau, das gibt einfach nur Farbe und ein bisschen Geschmack. Man kann das auch in der Flasche kaufen, schwarze Lebensmittelfarbe, aber sowas wollen wir nicht. Wir kochen natürlich, deswegen machen wir es selber. Dann sind unsere gesammelten Kartoffeln dran und das Gemüse. Natur pur, sage ich da nur. Heute noch geerntet auf dem Feld und jetzt in die Erntedanksuppe rein. Alles geschnitten. Genau, die Zwiebeln sind auch fertig, das sehe ich am Rand. Man sieht hier, wenn man von der Seite guckt, dass die schon leicht schwarz werden. Die könnten ruhig noch schwärzer sein, aber so ist schon super. Okay. Ab in die Brühe. So. Okay, und die bleiben jetzt bis zum Schluss drin, werden dann aber rausgenommen. Die nehmen wir zum Schluss raus, die wollen wir nicht mitessen, die ist jetzt nur für Geschmack und Farbe. Die Zwiebeln haben ihren Job erledigt, die holen wir raus. Die kommen zuerst raus. Genau. Schon viel Flüssigkeit ist weggekocht. Gut für den Geschmack. Zu viel. Super, jetzt kannst du das Gemüse reinschmeißen. Einfach so rein? Einfach so. Zack. Das lassen wir jetzt noch ungefähr 20 Minuten köcheln. Dann ist das Gemüse schön weich und dann können wir essen. Oh ja, freue ich mich drauf. Ich habe seit heute Morgen auf dem Feld nichts mehr gegessen. Riecht sehr gut, wenn wir überlegen, das haben wir alles heute schön auf dem Feld geholt. Ein bisschen frische Petersilie. Und etwas Salz. Mehr braucht man nicht. Einfach, schnell und wir haben sogar noch die Wärme im Herbst. Guten Appetit. Cheers, guten Appetit und vielen Dank. Viel Spaß beim Nachkochen. Westfalia. Einfach machen.